Die Tübinger Verpackungssteuer wird es nun erst ein Jahr später, also im Januar 2022, geben. Für die Verschiebung der Steuer stimmte eine knappe Mehrheit der SPD-Gemeinderatsfraktion in Tübingen. Grund für die Verschiebung sei die durch Corona verursachte schlechte wirtschaftliche Lage vieler Gastronomiebetriebe, so die SPD-Fraktion. Die Steuer von bis zu 1,50 Euro umfasst Pappbecher, Essensschalen und Pizzakartons. Der Tübinger OB Palmer kritisierte die Entscheidung des Gemeinderats, da sich während der Pandemie durch viele Takeaway-Angebote der Müllverbrauch verstärkt habe. Umso mehr gelte es nun, die Steuer als Lenkungsmittel einzuführen und auf Mehrweg umzustellen, erklärte Palmer.